Eine Mutter wendet sich hilfesuchend an die Kommissare. Ihr Sohn hat brisantes Videomaterial entdeckt. Ich... Bitte... Könnt ihr... Merkwürdig, oder? Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Jonas hat das auf seinem Laptop entdeckt. Also eigentlich war gar nichts auf den Computern. Die Festplatte war komplett leer. Aber ich habe die Datei wiederhergestellt. War ganz einfach. Mein Sohn kennt sich sehr gut aus mit diesen Dingern. Er ist Klassenbester in dem Computerkurs in seiner Schule. Sie sagten, Ihr Sohn hat den Laptop geschenkt bekommen. Von wem? Irgendeine große Firma hat die Computer dem Computerkurs an Jonas Schule gespendet. Das sind ausgemusterte Laptops gewesen, die die Kids behalten durften. Es ahnt ja keiner, dass da sowas drauf ist. Psst, jetzt sagst du das mit dem Lösegeld. Ihr müsst 50.000 Euro besorgen. In kleinen Steinen. Morgen Nacht soll das Geld in einer Tasche vor der kleinen Kapelle auf dem Hauptfriedhof liegen. Wenn nicht... Meinen Sie, das ist echt? Gut möglich. Also ich finde, das Ganze sieht verdammt ernst aus. Holt mich hier raus! Keine Polizei. Das Gesicht kenne ich. Wusste ich doch, dass ich das Mädchen kenne. Antonia Schönknecht, 19 Jahre alt. Sie wurde vor ungefähr 3 Monaten vermisst gemeldet. Dann wurde das Video kurz nach ihrem Verschwinden aufgenommen. Ich habe mir die Akte vom K7 mal kommen lassen. Die Kollegen haben die Sache damals bearbeitet. Gab es denn damals schon Hinweise auf ein Gewaltverbrechen? Es gab keine konkreten Hinweise, aber es wurde vermutet. Also das Mädchen war abends in der Disco und ist dann einfach verschwunden. Und seitdem fehlt jede Spur. Und was mit dem Erpresservideo? Hat das damals denn nicht bei den Ermittlungen geholfen? Also es gab keine Erpressung. Hier in der Akte steht, dass von Seiten der Täter keinerlei Forderungen gestellt wurden. Also weder ein Video noch sonst irgendwas gab es da. Und wenn die Eltern das Video gar nicht bekommen haben? Vielleicht haben sie es doch bekommen. Ist einfach nur nicht der Polizei gemeldet. Ja, ist schon möglich, aber es ist komisch alles. Auf jeden Fall sollten die Kollegen das Laptop hier nochmal genauer ansehen. Der Kleine hat zwar gesagt, dass außer diesem Video nichts auf der Festplatte ist, aber wer weiß, kann nicht mehr. Okay, gib's den Kollegen von der Technik und fahr danach bitte in den Zeitungsverlag, die diese ganzen Computer hier gespendet haben, ja? Yep. Dann unterhalte ich mich mal mit den Eltern der Kleinen. Antonia entführt? Ich verstehe das nicht. Da. Nehmen Sie doch erstmal Platz. Wo kommt das her? Ich meine, sie ist seit fast einem Vierteljahr verschwunden. Warum haben Sie die Erpressung nicht der Polizei gemeldet? Aus Angst um Ihre Tochter? Weil ich überhaupt nicht davon ausgegangen bin, dass es eine Entführung sein könnte. Wir haben gedacht, Antonia wäre einfach so verschwunden, einfach abgehauen. Hatten Sie denn Probleme mit Ihrer Tochter? Nein, überhaupt nicht. Aber die ganze Zeit hat sich kein Erpresser gemeldet. Da mussten wir irgendwann von ausgehen, dass sie einfach so verschwunden ist. Oder dass sie im Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Gibt es ein Lebenszeichen von ihr? Leider nein. Irgendwas muss bei der Entführung schiefgelaufen sein. Ansonsten hätten sie diese Videobotschaft bekommen. Kann es sein, dass es an die falsche Adresse geschickt wurde? Das glaube ich nicht. Dann wäre das Band ja früher oder später trotzdem bei der Polizei gelandet. Glauben Sie, dass meine Tochter noch lebt? Also ich weiß es nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Und wir werden alles dafür tun, ihre Tochter zu finden. Versprochen. Was ist denn hier los? Rietz von der Kripo. Es geht um ihre Tochter. Ist nicht seine leibliche Tochter. Leonard ist mein Lebensgefährte. Was ist mit Antonia? Es gibt neue Hinweise. Wir haben die Ermittlungen wieder aufgenommen. Das bringt doch nichts. Was glauben Sie, was wir in der letzten Zeit durchgemacht haben? Wir mussten inzwischen zum dritten Mal eine Leiche identifizieren. Können Sie sich vorstellen, wie grauenvoll es ist? Zum Glück war es nie, Antonia, aber... Leonard, hör auf bitte. Diesmal ist es anders. Es gibt ein Video von Antonia. So wie es aussieht, wurde sie entführt. Und wir glauben, dass sie noch lebt. Entführung. Und was hat bitte schön unser Verlag damit zu tun?
Naja, auf einem der Laptops, die Sie der Schule gespendet haben, da war ein Erpresservideo zu sehen. Darf ich fragen, wieso Sie der Schule die Computer geschenkt haben? Wir haben vor einiger Zeit unsere Abteilungen modernisiert und dabei das komplette Betriebssystem umgestellt. Und bei der Gelegenheit haben wir sämtliche veralteten Laptops an Schulen gespendet. Verstehe. Hören Sie, ich habe hier die Seriennummer des Laptops. Ist es irgendwie möglich, in Erfahrung zu bringen, wer an diesem Rechner gearbeitet hat? Das ist kein Problem. Kannten Sie eigentlich das verschwundene Mädchen, Antonia Schönknecht? Ja, sie hat... Zu seiner großen Überraschung erfährt Kommissar Grass, dass das vermisste Mädchen kurz vor seinem Verschwinden ein vierwöchiges Praktikum in der Redaktion des Verlags absolviert hat. Hier, das ist der. Erik Kast. Er war mal eine Zeit lang als Jungredakteur hier. Aber dann hat er gekündigt. Und wissen Sie auch, wieso er gekündigt hat? Der Job war nicht das Richtige für ihn. Hat ihm einfach nicht gefallen. Und wann genau hat er die Firma verlassen? Naja, wenn ich mir das so recht überlege, es war kurz nachdem Antonia das Praktikum hier beendet hatte. Ich weiß das deswegen so genau, weil die Redaktion damals total geflucht hat, dass sie zu viel zu tun hat. Ja, okay, Tom. Kennen Sie einen Erik Kast? Nee, was ist mit dem? Das Video Ihrer Tochter war aus seinem Laptop. Er hat in dem Verlag gearbeitet, in dem Ihre Tochter das Praktikum gemacht hat. Glauben Sie, dass er Antonia entführt hat? Das wissen wir nicht. Wenn wir doch nur das Video sofort bekommen hätten, dann wäre Antonia schon längst wieder da. Wir hätten jede Summe bezahlt. Resi, bitte. Du darfst dir keine Vorwürfe machen. Wir haben doch alles getan, was in unserer Macht stand. Ich muss wissen, was mit meiner Tochter passiert ist. Ich muss wissen, ob sie noch lebt. Bitte, finden Sie die Entführer. Mein Sohn ist kein Entführer. Das ist Blödsinn. Er kann keiner Fliege was zuleide tun. Aber Ihr Sohn und das entführte Mädchen haben in derselben Redaktion gearbeitet. Und kurz bevor sie verschwunden ist, hat er gekündigt. Das muss doch überhaupt nichts heißen. Ist nicht, aber auf dem Firmenlaptop Ihres Sohnes, da war das entführte Mädchen drauf. Außerdem ist Ihr Sohn spurlos verschwunden. Ja, das ist kein Wunder. Er ist auf einer Weltreise. Wahrscheinlich irgendwo in Südamerika. Seit wann? Etwa 3 Monate. Er wollte einfach nur so herumreisen und ich soll mir keine Sorgen machen, hat er mir gesagt. Haben Sie vielleicht eine Adresse oder eine Telefonnummer, über die wir ihn erreichen können? Nein. Sein Handy hat er nicht mitgenommen, weil das sowieso nicht funktioniert. Aber er hat mir geschrieben. Er hat mir 2 E-Mails geschickt. Ja gut, okay, dann checken wir einfach die IP-Adresse, dann wissen wir, woher die E-Mails kamen. Das ist doch Blödsinn. Ich sag Ihnen, das bringt überhaupt nichts. Mein Sohn ist unschuldig. Tag zusammen. Frau Kast, nehme ich an. Wir waren gerade in der Wohnung Ihres Sohnes. Die Wohnung ist halb leer. Anscheinend ist er schon längere Zeit nicht mehr dort gewesen. Ja, er ist verreist. Und da muss man gleich die ganze Bude leer räumen. Vielleicht brauchte er Geld für Flugtickets und hat was verkauft. Mein Sohn ist unschuldig. Das glaube ich nicht. Wir haben diese Fotos bei ihm gefunden. Ihr Sohn hat das entführte Mädchen observiert. Das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Außerdem haben wir sein Handy in seiner Wohnung gefunden. Wir lassen die Einzelverbindung checken und dann sehen wir mal weiter. Vielleicht hat er ja einen Komplizen. Kriegst du Geld? Was? Ja, wir kommen sofort. Alles klar, tschüss. Der Junge, der das Video entdeckt hat, ist verschwunden. Haben Sie denn schon seine Freunde angerufen? Vielleicht ist er dort. Ja, hab ich. Auch bei seinem Lehrer. Aber Jonas war gar nicht in der Schule. Und schwänzen ist nicht seine Art. Ich bin mir sicher. Also ich glaube, dass das was mit diesem Video zu tun hat. Wie kommen Sie darauf? Jonas hat an nichts anderes mehr gedacht. Dieses Video hat ihn die ganze Zeit über beschäftigt. Er wollte unbedingt herausfinden, was da passiert ist. Michael, was gibt's? Ja, Folgendes. Die Techniker haben sich das Video nochmal vorgenommen und dabei was ziemlich Interessantes entdeckt. Also, in dem Raum, in dem das Mädchen festgehalten wurde, da ist ein Aufkleber an der Wand, der Aufkleber von einer Druckerei. Die heißen Copy-Ex. Ich werde da gleich mal recherchieren. Ja, wenn wir Glück haben, ist das Mädchen noch dort. Copy-Ex, sagt es so. Mir kommt der Name bekannt vor.
Ja klar, auf dem Gelände von dem Verlag, da ist eine stillgelegte Druckerei. Copy-Ex. Michael, hast du mitgehört? Ja, habe ich. Also dieser Raum, in dem das Video gedreht wurde, der muss dort irgendwo sein. Okay, wir fahren sofort hin. Bis dann, tschüss. Und wenn Jonas das herausgefunden hat und auch dort ist?